Und da sind wir wieder auf dem Mond und wir gucken mal, ob der. Es ist ja gar nichts drin im Kompressor. Aber wie kann das bloß sein? Ich habe alles in der Tasche, was wir für die Rakete brauchen. Mein Gott, es ist alles durchgelaufen. Welch ein Wunder. Es ist. Da war wohl was Gut, das. undicht. Das hat sich jetzt irgendwie sehr seltsam angehört. Es ist alles durchgelaufen. Alles ist voll. Ja, was nicht voll ist, ist mein Sauerstoff. Ich da, tu da nochmal gerade. Ja. Herr Doktor, ich habe Durchfall. Ja, wann haben Sie das denn gemerkt? Als ich die Fahrradklammern geöffnet habe. Ist ja eklig. Nur wenn man weiß, was Fahrradklammern sind. Ja, ich kann es mir, ja, ich hab da so ein Bild vor Augen, das ist jetzt sehr rechts. Hä? Ja, braun. Ich habe ja noch bei Storage Solutions hier was ich nicht geclaimt habe, ne? Ja. So, Dimensional Storage. Was soll ich denn? Copper Chest oder Reward Pack? Der Reward Bag ist legendary. Ah, okay. Und die Copper Chest können wir ja eh machen, weil wir Server Weil Backups wir haben. mehr als genug Zeug haben, ja. Claim das Ding! So, 40 MB. Okay. Ja, kann man mal machen, ne? Ja. So, dann haben wir hier den Reward Pack. Da habe ich jetzt Carbon Nanotubes. Das ist saugeil, weil damit könnten wir, glaube ich, eine nächste Quest machen. Mache ich dann, während du weg bist. Ja, das kannst du machen. So, und dann habe ich nämlich die Dimensional Chest. Also Leute, der Plan ist, ich reise einfach auf einen anderen Planeten und baue mir da meine Dimensional Chest hin und kann mir dann diese wunderschönen Sachen hier rausnehmen. Ein Wasser? Seriously? Ja, das reicht. Ich will zwei Wasser, damit ich eine unendliche Wasserquelle habe. Ansonsten verklicke ich mich und dann war es das. Mimose. Ja, so ist das. Ne? Ich bin hier der Boss Aldrin. Also, ne? Mach das so, wie ich das will. Hier. Ich weiß gar nicht, ob er so mies war. Die Carbon Nanotubes packe ich dir mal hier. Sortier mal. Naja, geh mal her. Also, die Kiste. Ich nehme mir Cobblestone mit, damit ich mich notfalls irgendwie einbauen oder hochbauen kann, falls da Nacht ist. Man weiß ja auch nicht, was da für Viecher sind. Je nachdem, wo wir. Apropos, zuerst Merkur, würde ich sagen, weil der ist ja am nächsten zur Sonne, dann arbeiten wir uns von der Sonne weg, ne? Wie wär's damit? Ja. Ja, nicht, dass das da so heiß ist, dass mir das Wasser da verdunstet. Das wäre ja extrem doof. Ja, So. sehen wir dann, ne? Ja, so, Tier 1 Rocket will ich nicht. Add new Schematik. So, Tier 3 Rocket. Klack, unlock Schematik. So, und jetzt steht da Tier 3 Rocket. Könnte ich eigentlich auch zurück? Ach, da kann ich zurück. Gut. Ah, die Tier 3 Rocket ist länger. Sie ist ja auch schwarz. Ich baue mal zusammen. Erstmal brauchen wir da die Nase, dann brauchen wir den Schaft und dann kommen dann noch ne, die Schafthalterung und hier an der Seite rechts und links hängen dann die Klöten mit dem Treibstoff. Ja, das sind So, doch oh. Flossen. Lassen? Ne, ist egal. Auf jeden Fall packen wir jetzt hier oben die drei Kisten rein in die grünen Hey, du Kästchen. funkelst. Du funkelst. Was? Nein, ich bin kein Vampir. Doch. Nein! Was zur Hölle? Warum funkel ich? Warte, ich suche mal in meinen Flock. Das, nein, Alter, das ist das Funkeln in meinen Augen, weil ich gleich auf den Merkur fliege. So, Tier 3 Rocket mit Storage Space von. Was? Was? Was hast du gemacht? Gekotzt. Storage Space 56 habe ich hier. Das ist doch gut. Ist das gut? Ja, kann man mal machen, ne? Das ist gut, ne? Ich habe eine Rakete! Hey, wo bist du? Ich bin hier oben. Wie, wo bist du? Alter, ich hab meinen Spruch gelassen. Warum? Ach so, du willst Beachtung. Moment, ich komme. Natürlich will ich Beachtung. Warum mache ich das denn hier? Also, pass auf! Ich habe eine Rakete! Alter, die ist riesig. Oh, Alter, die ist wirklich riesig. Ich würde mal Alter, sagen, kann die ich. ist größer als die vorherige. Ja, die ist. Hab ich doch eben schon gesagt. Ob das Junge, was ist mit der die. Farbe zu tun hat? Ist die riesig? Der war zum Nachdenken, aber nicht schlecht. Gut. Dann oben steht ja noch das Launchpad. Da haben wir ja Energie dran. Ich habe Meinst du, die das steht noch Chest. das Leute? Ich habe Meinst du, das steht da noch? Cobblestone. Hier, das könntest du Ich habe es gebrauchen. nicht abgebaut. Oh.
Das wird automatisch abgebaut, wenn du startest. Oh, okay. Also, Dann ist da wahrscheinlich keins mehr. ja, Also geht das kaputt dabei? nein, das wird mitgenommen, damit du wieder auf einem anderen Planeten starten kannst. Ah, okay, so ein bisschen Sauerstoff haben wir. Das Jetpack für Notfälle. Wir wissen ja, das ist gefährlich einzusetzen. Und ansonsten haben wir ja hier denn alles soweit drinne. Lava. Achso, wir haben Lava jetzt in dem hier. Ne? Bedrockium Drum. Ja. Damit das, ne? Da kann ich auch Drums drauf spielen, wenn ich denn da bin und mir langweilig ist. Ja, klar. Gut. Ah, ich sehe, hier fehlen noch ein paar Weiter. Energiekabel, aber das machen wir gleich. Passe ich nicht durch mit der Rakete. So, erstmal ab Hä? in die, Das Ding ist ab in schon die wieder falschrum Hosentasche. angebracht. Was? Ja, machen wir mal schnell. Du bist schon. So rum. Passt. Ha, ha, hu, ha, ha, ha. Ja, es ist, wir haben ja, habe ich einen Fallschirm? Ach, ich habe den Fallschirm noch. Ja. Ach, oh, Den musst du das nur hat, einmal machen. okay. Ich wollte gerade sagen. Also kurz vorm Starten, warte, warte, warte. Alles auf Anfang. Haben wir überhaupt einen Fallschirm? Ja, aber So, warum ich nicht funktioniert das fliege? jetzt? Ja, weil ich habe keinen Fallschirm. Okay. Kann ich die jetzt hier draufsetzen oder musst du hier nochmal was umbauen? Die kannst du schon draufsetzen. Sie muss nur halt noch befüllt werden mit Treibstoff. Und Wow. ja, das kommt jetzt. Guck mal, die Spitze blinkt. Hä? Wie geil ist das denn? Das ist gerade gar nicht so geil. Wo ist das Fass mit... Hä? Ja, ich habe hier gerade ein Fass abgebaut. Mit Fuel und es ist weg. Wie, was ist es weg? Ja, es ist weg. Aber wir brauchen doch den Fuel, oder nicht? Wofür brauchen wir den Fuel? Treibstoff? Rakete? Aber der ist doch jetzt erstmal. Oder. Hä? Ich hatte Was hast du erst. getan? Hä? Hier ist es auch nicht. Wo hast du es denn weggemacht? Ja, ich habe da unten habe ich so eine semi-automatische Treibstoffproduktion. Im Prinzip, man packt halt Holz rein, bekommt Treibstoff raus. Und jetzt ist das Fass weg. Das ist ja sehr scheiße. Irgendwie? Brauchten wir denn das Fass jetzt direkt, um die Rakete jetzt zu befüllen, oder ist sie Ja, jetzt? nein, sie ist nicht befüllt. Hast du schon Ach mal so. fertig befüllte Raketen gesehen, wenn du die gerade neu gebaut hast? Ja, also ich habe doch in den Tier 1 Booster, da haben wir doch gefüllte Dinger reingemacht. Ja, Warum ist das denn nicht gefüllt? weil das die Booster sind. Die sind nur für den zusätzlichen Schub. So. Oh, das ist ja doof. Ja, das Miese ist halt, dass so eine Bedrockium-Drum alles andere als günstig ist. Und die ist jetzt einfach mal weg. Ich weiß, also hast du die hier unten irgendwo Hast du abgebaut? sie vielleicht im Inventar? Weil ich habe sie hier eingesammelt und ich hatte es schon mal gemacht, gehabt, dass ich hier die beiden Blöcke zum Beispiel weggehauen habe. Die sind einfach nach Nein. oben durchgeglitscht und nicht nach unten gefallen. Nein. Habe ich nicht. Na geil. Willst du Genau. da mal eben einen Fluid-Tank hinsetzen oder hast du die schon alle weggepackt? Ein Fluid-Tank. Die sind doch oben in der Dimensional Chest. Ja. Ja, was heißt hier? Ja, das ist so. Ich mach mal eben eine neue Drum. Die hat dann nicht so viel Kapazität. Aber naja. Pilze sind nicht gewachsen. Ja. So. Das ist ja doof. Sag mal, kann das irgendwie sein, dass du da Iron Man-mäßig ein Loch hast? Oder was? Was glitscht denn jetzt so? Wo soll ich ein Loch Mann. haben? Da, wo Iron Man sein Loch hat. Also vorne. Ja. Oh Mann, Alter. Oh, mir bleibt der Sauerstoff weg hier. Das ist ja unglaublich. Das sah aber echt so aus mit deinem Jetpack so. Okay. Nee, bei mir ist noch alles in Ordnung. Ja. Um dich allerdings mache ich mir doch so ein bisschen Sorgen. Was habe ich hier eigentlich? Moonrock. Und alles rein da. Ja, das ist natürlich. Hast du die Drums denn schon mal? Ah, oh, vielleicht musst du die mit dem Dingens umsetzen. Mit der Sackkarre. Nein, ich glaube nicht, dass das geht. Aber eigentlich kann man die einfach mit der Spitzhacke abbauen. Das hatte ich ja mit der Lava Drum, hätte ich das genauso gemacht. Die hatte ich einfach mit der Spitzhacke abgebaut. Ach so, die, ja klar, die hast du ja befüllt und dann abgebaut und mir gegeben.
Ja. Aber eigentlich geht Dann. die Fuel-Produktion relativ schnell, also sollte das jetzt nicht so das Problem sein. Man kann sich dann das auch so umbauen, dass dann das dass die Röhren hier von der Refinery direkt zum Startpad hochlaufen und dass dann Ja. da immer man gleich die Rakete hinsetzen kann, damit die befüllt und gut ist. Und ich bekomme langsam Hunger. Ja. Einmal was mampfen. So ein bisschen Das wäre Brötchen zwischen natürlich die gut. Kiemen. Echtes Weltraumbrötchen. Ja. Okay. Die Creeper auf dem Sonnendeck. Was? Ja, schade. So ein bisschen, ne? Ja. So. Also ich glaube auch, dass die jetzt hier blinkt, weil einfach kein Treibstoff drin ist. Nehme ich jetzt mal einfach so an. Wo blinkt? So, die an der Spitze. Die Spitze blinkt. Ja, Also. das ist ein so ein Dings. Einfach so ein Signal blinke. Ach so, wegen Vorfahrt und so. Ja, genau. Du darfst ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich glaube nicht in dem Rhythmus, bei dem Doch, in man dem mit muss. Rhythmus. Doch, in dem Rhythmus. In dem Ja, Rhythmus? nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Okay, es geht mir selber auf den Sack. Na gut, während da jetzt das Dings durchrattert, du kannst mal gucken, wann das Dings voll ist, baue ich mal eben die Energieversorgung hier ein bisschen aus. Ich könnte gucken, wenn ich wüsste, wo ich gucken müsste. Wo hast du das denn jetzt hingesetzt? Da, wo es eben auch schon war. Warum soll ich das ganze System jetzt einmal neu umsetzen? Das kann ich Mensch. dir auch nicht sagen. Aber du hast mir ja gar nicht richtig gesagt, wo es ist. Also ich nehme jetzt mal an, dass das irgendwo hier unten ist. Ja. Ist es ja auch. Mensch. Sag das doch einfach. So. Fuel Drum. Und Copit. Okay. Dann kommt das hier hin, dann kommt das hier hin und die kommen ebenfalls hier hin. Ja, was sagen wir denn jetzt? Also das war jetzt auf jeden Fall, das war jetzt ein Fail, ne? Ja, So. aber einer, den ich nicht verstehe. Ja. Also, das sieht ja eigentlich relativ cool aus, wie das hier so gebaut ist. So. Was halt meinst du mit relativ? Ey, es sieht cool aus. Es ist so, ne? Ich habe So aber und nicht so, genug wie so ein Stirling-Generatoren riesengroßer. mitgenommen. Schade. Ja. Ja. Egal. Gut, also dann warten wir jetzt ja im Prinzip nur, dass der Fuel da wieder vollläuft, ne? Ja. Dass hier halt so ein bisschen Dann. mehr drin ist. Ja. Wobei es ja gleich schon wieder zwei Eimer sind. Ja, jetzt sind es zwei Eimer. Du kannst ja mal gucken, wie weit du die Rakete mit zwei Eimern befüllen kannst. Diesmal nehme ich diese Spitzhacke. Mach den nicht auf 5x5. So, nein. Ups. Einfach, warte mal, gut, da komme ich mal kurz mit. Dann kann ich das da so einrichten, dass man da immer eine Stelle hat, wo man die, das Fass einfach dran klatscht und dann hat man es. Ja, das ist sinnvoll. Und du darfst das Fass tragen. Na, dann hast du auch eine Aufgabe. Fühlst dich Ich nicht roll das Fass nutzlos. rein, roll das Fass rein. Alter, der wird Ich roll, langsam roll, roll, alt. roll. Ach, ja, jetzt. Wir sind auch alt. Wir werden hier alt im Weltall. Also eigentlich sowieso, Hier, jeder wird alt im Weltall. da wo ich gerade stehe, dahin. Hier so. Also hier. Also hier. Ja, okay, gut. Du sollst das Fass Wo ist dahin das Fass stellen. hin? Da ist es Wo hin. ist das Fass? Was machst du denn da? Was? Wo ist das Fass hin? Das steht da doch, verdammt. Mensch. So. Nein, das hat sie kurz hingestellt, der war sofort wieder weg. Nein, das steht hier. Whoops. Was? Okay, jetzt ist er leer. Ja, weil Ja, alles hier okay, schon an links ja. ist. Guck mal in die Rakete, wann die Gut. voll ist. Ich habe immer so wahnsinnig Angst, dass ich hier gleich losgehe. Wie konnte ich denn jetzt Inventory Fuel unter F? So, oh, 80, 2, 3, 4, 85, so, boah, der geht aber gut. Okay, dann ist die gleich voll. Jetzt ist er voll. Willst du dann mal So los? und so. Ich würde sagen, ich fliege.
In der nächsten Folge. Aber wir haben jetzt hier schon jetzt drei Folgen mit Raketenbauen verbracht. Dann kannst du auch jetzt schon mal losfliegen. Ja, okay. Ich fliege jetzt los. Also, wenn ihr das unbedingt wollt, dann fliege ich jetzt los. Merkur, So, denk kann dir ich. dran, ne? Merkur. Merkur? Ja. Merkur. Ich habe ein bisschen Angst. Ja. So. Na, weil. Ah, okay, ich starte. Ich musste die Leertaste gedrückt halten, ne? Du Es. winkst, Alter. Ja, was? Oh ja, ich winke. Was? Warum? Warum winkst du, Alter? Ja, weil, ne? Ja. Ich hätte noch was über die Rakete sagen sollen, aber jetzt ist es zu laut, also tschüss. Ja, was? Tschüss. Tschüss. Hä? Ich glaube, das dauert noch einen kleinen Moment, bis ich oben bin. Ja. Aber weil Leck. ich innen drin sitze, weiß ich gar nicht, wann ich oben bin. Aber ich Ich höre dich glaube, nicht gleich ist die mehr. Folge vorbei. Ja, ich höre dich auch nicht mehr. Ja, ich höre dich auch nicht mehr. Was? Oh, okay. Ich bin in der Sternenkarte. Okay. Dann würde ich sagen, wählen wir Merkur aus und die Landung sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Aber ich gemein bin. Oh, du bist aber echt fies. Ja, dann bis zur nächsten Ja. Folge. Jo, tschüss. Ciao.